Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute, wie versprochen, das Q&A. Ich habe euch Fragen auf Instagram gestellt und ihr habt fleißig Fragen reingepackt. Und ja, die besten, interessantesten Fragen werde ich heute in diesem Video hier zusammenfassen und euch beantworten. Viel Spaß dabei. Aber eine Sache kurz vorher noch. Und zwar habe ich so gemerkt, mein Intro ist irgendwie langweilig und ich möchte daraus ein kleines Spiel machen. Und das Spiel soll folgendermaßen aussehen. Ihr kommentiert unten einfach mal rein, was für ein Intro ich machen könnte. Ihr könnt da reinschreiben, was ihr wollt, außer natürlich Sachen, die man hier auf YouTube nicht sagen sollte, aber sonst ist alles möglich. Und dann werden wir diese Sachen einfach nehmen und ich werde die im nächsten Video machen. Also das nächste Intro bestimmt sozusagen ihr. Und zwar macht ihr das so, indem ihr einfach kommentiert und dann der Kommentar mit den meisten Likes gewinnt sozusagen das nächste Intro. Und das ziehen wir einfach so lange durch, bis uns einfällt, welches Intro einfach am besten ist. So, jetzt aber genug gequatscht, wir legen direkt los. Ich habe mir hier Screenshots gemacht von den Fragen und wir starten einfach da direkt rein. Frage Nummer 1. Wie könnte ich meine Videos verbessern, ohne großartig einen Kameramann einzustellen? Ja, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Was ich immer schön finde, ist, wenn man verschiedene Kameraperspektiven hat. Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend zu filmen, wenn ihr komplett alleine seid. Ich blende euch mal hier ein Video ein, was ich alleine geschnitten habe, schon ein bisschen was länger her. Routine eines erfolgreichen professionellen Fitness-Influencers. Boom! Ich wache auf und als ein erfolgreicher professioneller Fitness-Influencer habe ich Routinen, die jeden Tag das Maximum aus mir rausholen. Springe ich motiviert aus dem Bett, um direkt ein paar Push-Ups rauszuhauen. Routinen eines erfolgreichen professionellen Fitness-Influencers. Denn als ein erfolgreicher Fitness-Influencer weißt du nie, wann du den nächsten Post raushauen musst, um deine Follower daran zu erinnern, welch einen aktiven und fitten Lifestyle du hast. Routinen eines erfolgreichen professionellen Fitness-Influencers. Wenn du ein erfolgreicher Influencer sein willst, musst du gut aussehen, also machst du dich fertig, damit deine Haare sitzen und deine Zähne glänzen. Routinen eines erfolgreichen professionellen Fitness-Influencers. Doch wie oft? Und in diesem Video habe ich alles alleine gefilmt. Ich habe einfach das Stativ ständig irgendwo anders hingestellt und genauso könntet ihr es theoretisch auch beim Mountainbiken machen. Allerdings ist es einfach sehr, sehr aufwendig. Ansonsten finde ich immer wichtig, dass der Ton gut ist, dass die Musik nicht zu laut ist, aber auch ich struggle da manchmal noch so ein bisschen mit. Aber das wäre so eine Idee, mal auszuprobieren, einfach verschiedene Kameraperspektiven zu wählen, um dein Video einfach ein bisschen interessanter zu machen. Nächste Frage. Was hast du an der GoPro 8? Magst du und was nicht? Würdest du sie wieder kaufen? Ja, ich würde die GoPro 8 auf jeden Fall wieder kaufen, weil für mich zur GoPro 9 einfach der Unterschied zu klein ist. Ich brauche diese noch höhere Auflösung, braucht man momentan überhaupt nicht. Ich brauche diesen Bildschirm voll, um sich selber zu sehen, den brauche ich auch nicht. Da sind einfach so viele Funktionen nicht dazugekommen, dass ich sagen würde, hey, die 9er lohnt sich. Ich bin jetzt gespannt, was bei der 10er rauskommt, aber wenn du einfach sagst, okay, ich möchte vor allem Mountainbike-Videos machen, die 8er ist auch kleiner als die 9er, das finde ich ein Pluspunkt. Die Stabilisation ist, wie ich finde, auf jeden Fall gut genug und ausreichend für die Videos und die Qualität auch. Also wenn du da einfach ein bisschen sparen möchtest, gönn dir die 8er. Wenn du mehr Geld ausgeben willst, würde ich nicht die 9er kaufen, weil einfach da ist einfach der Mehrwert nicht groß genug. Dann würde ich eher auf die 10er noch warten, wenn man warten kann. Next, ein Pro und ein Contra beim Mountainbiken. Was magst du, was nicht? Ich mag eigentlich alles, außer zwei Sachen. Und zwar ist es echt ein teures Hobby, muss man einfach zugeben. Es ist einfach nicht so günstig. Und Nummer zwei, Muskelkater in den Beinen von Uphill-Passagen. Chumi Official fragt, bestes Einsteiger-Fully, mit dem man auch in den Park fahren kann, bis 1600, 1700 Euro. Danke. Ja, das ist eine Frage, die ist, glaube ich, nicht so super einfach zu beantworten. Erstmal ist die Verfügbarkeit momentan Katastrophe. Bei dem Budget würde ich vielleicht tatsächlich nach einem Gebrauchten gucken. Bei mir ist ja gar nicht so lange her, dass ich auch nach Mountainbikes geguckt habe und habe einfach gemerkt, unter 3000 oder 2500 bis 3000 Euro ist es sehr schwer, ein gutes Fahrrad zu finden.
Ich kenne mich aber auch nicht so krass gut aus, nur mir ist es sehr schwer gefallen, ein Bike zu finden, was da in dieser Preisspanne ist. Ich habe natürlich auch erst nach günstigen Varianten geguckt, aber jetzt im Nachhinein bin ich doch froh, dass ich da etwas teurer eingestiegen bin, weil ich einfach vielleicht länger was davon habe. Außerdem hast du eine lange Garantie und so, und ich kann bisher auch nichts Schlechtes über meinen Talk sagen. Allerdings 1600 bis 1700 Euro ist schon ein kleines Budget und ich glaube, das wird nicht so einfach, da ein Bike zu finden. Es gibt aber einen YouTuber, der hat da ziemlich coole Kaufberatungen gemacht. Ich blende mal hier ein Video ein, da seht ihr den Titel. Das könntest du mal abchecken, wenn da in der Preisspanne was zu finden ist für dich. Tobi's Good Life fragt, welchen Bikepark empfiehlst du eher für Anfänger, Olpe oder Winterberg? Auf jeden Fall Winterberg, weil Olpe hat eigentlich keine richtige Flowline. Unten die neue Line ist für Anfänger cool, auf jeden Fall auch gut, ne? Aber, und die Startsprünge auch, aber dazwischen sind einfach so Parts, das ist schon als Anfänger nicht ganz so einfach. Olpe war tatsächlich der erste Park, in dem ich gewesen bin und ich bin gut zurechtgekommen, aber vielleicht, wenn du komplett neuer Anfänger bist, würde ich dir eher Winterberg empfehlen, weil du da einfach die ganzen Flowlines hast. Die ganzen blauen Lines kannst du einfach super easy eigentlich fahren. In Olpe würde ich eher sagen, ist alles ungefähr rot von der Schwierigkeit her. Next, wie lange brauchst du so im Durchschnitt für ein Video? Die Raw Runs gehen sehr, sehr schnell, da ist nicht viel zu machen. Bei den anderen Videos, die auch einmal die Woche kommen, ist es so, dass ich schon zwischen 2 und 3 Stunden meistens dran sitze. Ich kann auch gerne mal so einen kompletten Progress machen, dass ihr mal seht, wie so mein Workflow ist in so einem Video. Und ja, ich weiß nicht, ob 2 bis 3 Stunden lang ist. Ich glaube, ich könnte noch viel mehr Zeit reinstecken, aber dann würde ich es nicht mehr schaffen, jede Woche Videos zu bringen. Zumindest momentan, weil ich ja auch noch andere Jobs habe und das ist alles dann nicht so einfach. Beste Fitnessübung für Anfänger. Ich würde anfangen. Man kann schlecht sagen, eine Übung ist gut für alles. Ich würde mit den Basics anfangen, klassisch was für den Bauch zu machen, Crunches, Liegestütze, Squats, Klimmzüge. Wenn du das alles machst, dann hast du schon mal alles gut abgedeckt mit eigenem Körpergewicht. Wenn du mit Gewichten trainierst, würde ich einfach anfangen, an Geräten zu trainieren, wenn du noch kompletter Anfänger bist, weil da ist alles geführt, das ist ein bisschen einfacher. Und dann später zu freien Gewichten gehen und da auch die Grundübungen, Kreuzheben, Squats, Bankdrücken, vielleicht Latzug, eine Rückenübung noch dabei, ist auf jeden Fall keine schlechte Sache. Lieblings-YouTuber. Boah. Kommt tatsächlich gar nicht aus der Mountainbike-Szene. Wenn es auf Mountainbike bezogen ist, ich feiere sehr die Leute, die ja einen so ein bisschen auf dem Weg mitnehmen. Ich mag persönlich von den Leuten, die jetzt sehr hohe Abozahlen haben, Marc Diekmann ganz gerne. Finde seine Videos cool gemacht. Bei den kleineren, was heißt, Freeride Flow ist auch schon nicht mehr klein, der ist mittlerweile auch groß. Aber ihn fand ich immer sehr, sehr sympathisch. Von Anfang an eigentlich. Sonst feiere ich auch viele kleine YouTuber, ne? Marc, mit dem ich zum Beispiel was gedreht habe, gucke ich einfach übelst gerne, weil er voll sympathische Videos macht. Das gefällt mir gut. Ich schaue mir auch gerne die Touren von den Trailbüffeln an, weil ich einfach krass finde, was die so machen. Ja, das war's eigentlich so. Aber mein wirklich absoluter Lieblings-YouTuber ist, ja, ich mag HowToBeast gerne. Ist nicht aus Deutschland und auch ganz anderes Genre als Mountainbiken. Aber ich feiere es sehr, wie er seine Videos aufzieht, wie er das alles macht. Mega gut. Peter McKinnon feiere ich, Matty Hapuya feiere ich. Die sind beide aus der Szene Film, Fotografie. Matty mittlerweile noch, mag ich noch lieber einfach als Peter. Yes, Traumbike. Habe ich eigentlich nicht. Ich bin gerade ziemlich glücklich mit dem, was ich habe. Ich hätte gerne noch das Talk On, einfach für die Trails zu Hause. Ich weiß, Leute, viele von euch sagen, E-Bikes, das ist irgendwie so ein Streit. Aber Leute, wer von euch mag diese Uphill-Sachen? Also ich auf jeden Fall nicht. Könnt ihr mir gerne mal wissen lassen, wie ihr das regelt mit dem ganzen Uphill-Passagen, mit dem man nicht in den Park fahrt. Aber ich hätte gerne noch das Talk On. Dann wäre ich sehr, sehr happy. Wenn dann noch vielleicht, ja, dann kann man noch sagen, irgendwie ein Sender oder so. Aber das sind alles Bikes. Ich glaube, ich würde ein Downhill-Bike gar nicht brauchen. Ich schöpfe das nicht aus als Anfänger. Und ja, Müsli oder Brot zum Frühstück. Ich frühstücke gar nicht. Ich mache Intervallfasten schon seit mehreren Jahren.
und esse erst das erste Mal entweder 15 oder 16 Uhr und das letzte Mal gegen 22 Uhr. Also ich frühstücke einfach überhaupt nicht und starte direkt mit dem Mittagessen. So, wo willst du unbedingt mal hinreisen? Ja, seitdem ich Mountainbike, Österreich, ne? Die ganzen Parks, Österreich, Leogang und so. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel, wo ich gerne die nächste Zeit oder nächstes Jahr vielleicht mal hingehen würde. SE Bastian fragt, hey, bist du mit deiner Bremse am Torque zufrieden oder baust du sie um? Vom Bremsen an sich bin ich zufrieden, quietscht einfach sehr. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich die irgendwann mal umrüste, wenn ich einfach mehr Kohle dafür habe, auf jeden Fall. Wie bist du ans YouTube-Videos produzieren gekommen? Und das ist eigentlich, das ist schon ewig her. Damals beim Breakdance hatten wir so eine kleine Crew und wir haben einfach Sachen gefilmt und haben die Sachen auf MyVideo hochgeladen und Clipfish. Vielleicht kennt ihr die Plattform noch oder vielleicht kennt ihr das schon gar nicht mehr, weil YouTube einfach alles übernommen hat. Aber so bin ich dann auch nach und nach mit der Crew auf YouTube gelandet und dort haben wir ein paar Videos produziert und dann habe ich irgendwann gestartet, nochmal einen eigenen Kanal zu gründen. Habe dort versucht, Daily Vlogs zu machen. Wollte das 100 Tage lang durchziehen, habe ich nicht geschafft, war viel zu anstrengend. Ohne Organisation und alles. Also Respekt an alle Daily Vlogger wie Casey Neistat und so. Aber ja. Und dann habe ich angefangen, viel Fitness-Content zu machen. Dann hat mich das Thema Persönlichkeitsentwicklung sehr interessiert. Habe ich dazu Videos gemacht. Jetzt mache ich Mountainbiken, weil mich Mountainbiken interessiert. Und so kam einfach diese Entwicklung. Was macht dir Spaß an YouTube? Und wie motivierst du dich zu posten? Ja, ich motiviere mich einfach, weil ich mache einfach gerne Videos. Ich mag gerne den Prozess eines Videos. Ich mag gerne den Schnitt, filme, fotografiere auch ganz gerne. Und was mir an YouTube besonders Spaß macht, ist, dass man sich einfach austauschen kann mit Leuten. Mein Traum, wenn ich wirklich von YouTube zum Beispiel leben könnte, wäre das auch absolut mein Traumberuf. Weil, stellt euch mal vor, ich könnte 2 Videos oder 3 Videos die Woche bringen, muss aber nebenbei nichts anderes machen. Wie viel Fokus ich auf Videos setzen könnte, das wäre einfach unnormal nice. Ich könnte so geile Sachen produzieren, aber zeitlich ist leider gerade nicht mehr drin als das, was ich jetzt mache. Ich hoffe, dass sich das vielleicht irgendwann ändert, aber das wäre so ein Beruf, der, wenn man das Beruf nennen kann, der mir auf jeden Fall übel Spaß machen würde. Man sollte sich ja immer die Frage stellen, welche Tätigkeit oder welchen Job würdest du machen, wenn du kein Geld dafür bekommen würdest? Und YouTube wäre es auf jeden Fall bei mir. David M., wie ist es dazu gekommen, dass du mit der Pottlegende ein Video gemacht hast? Wir haben einfach mal geschrieben. Also wir haben einfach irgendwie geschrieben, ein paar Kommentare, mal unter seinem Video, dann unter meinen, dann auf Instagram, dann haben wir irgendwann mal Nummern ausgetauscht. Und wir haben uns irgendwie mega gut verstanden, hat sich dann auch bestätigt auf der Offline-Welt. Und ja, so ist das Ganze gekommen. Hast du schon mal Geld mit YouTube verdient? Ja, also jetzt seit März verdiene ich halt ein paar Euro im Monat, aber das ist noch nicht der Rede wert. Ist halt einfach, auf YouTube hast du noch nicht, wenn man so klein ist, hast du zu wenig Aufrufe, zu wenig Action damit. Das ist einfach, ja, ist einfach nicht so leicht. Also das ist YouTube Ads, ne? Also die Werbung, die vor den Videos ist, aber das ist noch nicht so der Rede wert. Was ich nebenbei natürlich mache, ist Affiliate-Marketing. Das mache ich auch schon länger, auch über Instagram, auch über meinen alten Instagram-Kanal bei LSP oder OatKing. Wenn ihr da zum Beispiel mit dem Code bestellt, unterstützt ihr mich damit, dann bekomme ich eine kleine Provision und ihr habt 15% kostenlos. Finde ich immer so eine Win-Win-Situation, eigentlich ganz cool. Das mache ich seit ein paar Jahren, aber ist auch nicht viel im Monat. Also ich glaube, dafür muss man einfach schon viel, viel mehr Views haben, mehr Abos. Ich würde schätzen, ab 100.000 Abos könnte man wahrscheinlich von YouTube leben. M. Kleber fragt, Enduro oder Downhill Bike? Ich würde immer ein Enduro nehmen, weil ich das Downhill Bike nicht ausschöpfen würde. Und mir fallen ja schon so die Uphill-Passagen schwer. Wenn ich jetzt auch noch ein Downhill Bike hätte, wäre es ja noch schlimmer. Also ich würde einfach ein Enduro Bike benutzen, weil es einfach, ja, einfach einfacher ist. Welche Kamera nutzt du? Sandra fragt. Ich nutze bei meinen täglichen Videos eigentlich, die ich so auf YouTube poste, mein Handy, das ist die Kamera, mit der ich dann so vlogge, mein iPhone, also iPhone 11 habe ich, die GoPro 8 benutze ich und eine Mavic Air, die erste Generation habe ich, die habe ich mir irgendwann mal gekauft,
Und für so Videos, die ich jetzt gerade mache, mache ich euch mal hier ein Video, filme ich mit der A6500. Sony A6500, die ist auch schon ein bisschen was in die Jahre gekommen, aber die tut noch das, was sie soll. Ich würde gerne upgraden, ich hätte gerne die Sony ZV-1, wenn ich mal ein bisschen Geld übrig hätte. Ich hätte gerne die DJI FPV-Drohne und hätte gerne die A7S III oder die Canon R5. So, Stefan, wann und wieso hast du mit dem Biken angefangen und warum auch gerade dieses Bike? Ganz einfache Geschichte. Ich bin umgezogen, dann war da ein Bike im Keller, das habe ich für 50 Euro abgekauft, das war so ein Hardtail. Und damit habe ich auch die allerersten Videos gemacht, da war ich so 2-3 Mal im Wald unterwegs und dann hat es mich gepackt. Ich habe aber gemerkt, dass ich mit dem Bike viele Sachen mir einfach nicht zutraue und habe mich dann umgeschaut nach dem anderen Bike. Und dann war das Einzige, was verfügbar war, das Canyon Torque. Das war das Einzige, was ich sofort haben konnte und deswegen habe ich das bestellt. Ich hatte mich vorher bei Propane umgeguckt. Ich glaube, ich hatte auch schon mal was dazu erzählt in irgendeinem Video. Aber ja, es war das Einzige Verfügbare und deswegen ist es das Canyon geworden. Und mit den Biken habe ich einfach angefangen, weil ich gemerkt habe, boah, mir macht es Spaß, nochmal so ein richtiger Anfänger zu sein. Und ich habe nämlich jetzt am Wochenende tatsächlich geguckt, wann das angefangen hat, also wann mein Bike angekommen ist. Und da habe ich ein Foto gemacht vom Canyon, wo das hier im Flur steht. Und das ist tatsächlich genau 3,5 Monate ungefähr her. Vielleicht ist es jetzt, wenn das Video rauskommt, 4 Monate her. Aber ja, 3,5 bis 4 Monate fahre ich jetzt Mountainbike. Yes, das waren alle eure Fragen. Ich hoffe, ich konnte euch die eine oder andere Frage richtig beantworten, so dass sie euch gefällt. Und ja, freue mich aufs nächste Video mit euch. Denkt an die Kommentare für das Intro, ne, was wir am Anfang besprochen haben. Das wird bestimmt eine witzige Aktion. Und jetzt, yes, wir sehen uns bestimmt das nächste Mal wieder in irgendwelchen Parks, Trails, wo auch immer. Bis bald, Leute. Macht's gut und ciao.